Hallo und herzlich willkommen zurück zu Bioshock Infinite. Dann loggt man ins Spiel ein und findet hier tote Leichen. Weil lebendige Leichen haben wir momentan nicht. Ja, wir waren ja damit beschäftigt. Meinst du? Nee, so wie du guckst, weinst du nicht. Wir waren ja damit beschäftigt, unserer Mama zu folgen. Was haben wir denn hier? Money, money. Und zu schauen, weswegen die so böse und sauer ist. Und deswegen gehen wir mal weiter. Okay. Ach, das ist nur was Goldenes. Na gut. Dann müssen wir jetzt wohl noch zum Photoshop, würde ich sagen. Weil der bleibt ja jetzt noch über. Wir brauchen Munition. Guck mal, wo kriegen wir denn hier Munition? Das leuchtet wieder. Ja. Munition für Karabiner. Komm, nehmen wir mal was mit. Ah. Wie sieht's denn mit der anderen Waffe aus? Okay, brauchen wir auch. Nehmen wir auch Munition für. Ja, wo ist sie denn? Da. Präzisionsgewehr. Okidoki. Was ist denn hier los? Es blitzt und donnert. Ich wünschte, draußen wird es blitzen und donnern. Draußen ist einfach nur scheiße warm. Ich dachte, man kam hier. Kann man nicht hier links irgendwo noch weiter? Ach, da hinten. Aber was war denn das hier, was hier lag? Ist das eine Pistole oder was? Keine Ahnung, habe ich wohl aufgenommen. Oh, Elli Pirelli, komm nu. Wir müssen noch ins Fotogeschäft. Okay. Ja, genau. Reclaim for the people of Columbia. Genau. Okay. Der lebt auch nicht mehr ganz. Oh Mann, das Fotogeschäft. Wir sind hier. Was? Elizabeth? Hier! Wo ist er denn? Dich mach ich fertig. Von da oben. Aua! Idiot! Scharfschütze, Booker! Ja, ich weiß. Den doch schon gesehen. Aua! Wunde! Mann! Vollidiot! Hier. Danke! Oh, ab jetzt! Was ist das? Oh, klingt so. Dann mach das mal bitte auf. Dann. Hier. Dann nehme ich nur Munition mit. Okay. Okay. Wo ist denn das Fotogeschäft? Fotogeschäft? War das hier nicht? War ich hier noch nicht. Wo kommen die Wunde? Salze. Ich würde gerne da oben hin wollen. Nur zu, ich komme zurück. Okay. Munition. Oh.
hier lang kommt? Dann wollte ich nicht. Nö. Na gut. Dann gehen wir wieder über den Haken. Na unten. Au. Wir sollen noch zu einem Fotogeschäft. Sind wir denn hier das letzte Mal nicht lang gekommen? Da ist hier immer noch die Eulen. Ah ne, da hinten habe ich ja umgedreht, habe gesagt, ja, da müssen wir ja nicht hinkommen, ja, komm mal, ja. Alter, kommen wir ja wieder zurück, ich verstehe. Okay. Okay, hier brennt alles. Na gut. Da haben wir nur ein paar Salze. Obst, Wasser, Munition, noch mehr Munition. Müsste gleich das Geschäft sein. Was war das? Okay. Keine Ahnung, was das war. Ich weiß nur, es hat den Schatten. Eine an, da war doch einer. Klappe. So. Sind die auch ruhig? Können wir jetzt hier rein? Ins Fotogeschäft. Bin dabei. Erledigt. Alles klar. Was haben wir denn hier? Back in 5 minutes. Okidoki. Vielleicht locken wir den raus, indem wir... Was ist denn los mit dir? Was hat die denn, die Kleine? Musik. Ja, klar. Das ist ja so ein kleines Ding und das hält mich auf. Ja, dann kann das wieder aus. Hier haben wir einen Riss. Da gehen wir gleich rein. Das sah jetzt aus, als wenn da einer sitzen würde. Money, money. Schrotflinte. Ob ich die Schrotflinte gleich mal mitnehmen? Statt den Karabiner? Komm. Nimm den mal mit. Schauen wir mal, ob wir die gebrauchen können. Die haben wir ja auch ein bisschen aufgerüstet, von daher dürfte das nicht so schlimm sein. Und deswegen ist der Geist jetzt hier. Was sollen wir hier sehen? Ja, Fotoapparat. Aber... Okay, hier wurden Fotos gemacht. Eddie Comstock. Wer ist er? Keine Ahnung, kenn ich nicht. Sieht ein bisschen aus wie Booker. Wenn ich ehrlich bin. Hier gibt es nichts. Was ist das? Was ist was? Ich sehe da drüben ein Lockpick. Was? Oh. Wo siehst du denn ein Lockpick? Da ist eine Tasche, die geschlossen ist. Ellie? Wo siehst du denn hier ein Lockpick? Ja, Willst du mich verarschen? Scheint so. Also ich sehe hier kein Lockpick. Nichts nehmen oder klicken oder tun. Ich glaube, dass Ellie Line macht sich gerade lustig über mich. Normalerweise leuchten die auch so komisch blau, aber hier ist aber auch nichts.
Naja, gut. Elli Pirelli. Dann machen wir hier den Riss auf. Aber Sie sind doch tot. Ich habe die Leichenfotos gemacht. Ja, und Sie waren kompletter Pfusch. Man erwartet nicht, dass ein Foto der eigenen Leiche so vollkommen leblos wirkt. Okay. Wo kommst du denn her? Das ist doch Irrsinn. Welchen Beweis hast du, dass Mr. Fink den Lutesses etwas antun würde? Sie haben es mir selbst gesagt. Die Lutesses? Wann? Gestern. Gestern Morgen. Rupert, Sie sind seit 7 Tagen tot. Tja, da wurde der gute Rupert wohl besucht aus einer anderen Dimension. Aus der Twilight Zone. So, zur Not gehen wir wieder zurück und holen uns unser Karabiner, wenn es jetzt nicht so klappt, wie wir wollen. Na dann. Bitte. Dankeschön. Lass mich mal hier hoch. Ich bin hier unten. Jop. Hier scheint alles schon hinüber zu sein. Er tötete Lady Comstock. Die Lutesses. Und jeder, der die Wahrheit kannte, wäre besser gleich mitgestorben. Ja. Ich bin gar nicht seine Tochter. Ich bin nur ein Testsubjekt, das man untersucht. Nein, bist du nicht. Elizabeth, hör mir zu. Was du durchgemacht hast, das hat niemand auf der Welt verdient. Booker. Wir kommen hier weg, verstehst du? Und dann musst du nie wieder zurückschauen. Genau. So sieht er nämlich aus. Wir beide. Wir machen das. Und dann gibt's kein Zurück mehr. Kein Hin, kein Zurück. Aber dann bist du frei. Was ist denn da hinten? Jo, nö. Nee. Jo, kannst du natürlich außen rumrennen. Das bleibt dir die überlassen. Ping. Kehre zu Comstock Tor zurück. La, 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 la. Ja, kehre zum Tor zurück. Kehre zurück. Nicht meine Mutter. Hm? Und du auch nicht. Aber er hat euch beide getötet. Wegen mir. Jo. Ich weiß, du hasst mich, weil ich nicht deine Tochter bin. Und ich hasste dich, weil du nicht meine Mutter bist. Oh, Jungs. Okay. Bitte.
Für, wofür auch immer. Ich hab hier gestanden und zugeguckt. Da ist das schon genug. Na gut, dann gehen wir mal weiter. Bereich verlassen. Komm, Stockhaus. Ich schulde dem Mädchen was. Und wenn das bedeutet, dass ich sie bezahle, statt all den Mann in New York, dann soll es so sein. Aha. Na dann. Das ist ja auch hübsch hier. Nicht. Ganz schön windig und wackelig hier. So, kommen wir nicht. Naja, gut. Dann gibt es wohl nur einen Weg und das ist der Hebel. Alter. Hallo. Speedmatz? Au. Oh, shit. Oh mein Kopf. Oh, meine Knopf. Bringen Sie uns die Kleine und tilgen Sie die Schuld. Hä? Wie, ihr beiden? Ihr seid die Auftraggeber? Und was denn für eine Schuld? Ich habe keine Schuld bei euch. Oder habe ich doch Schuld bei euch? Aber warum? Oh, ich kann die Tür öffnen. Was ist das für eine Tür? Alles Licht, alles Licht! Was will der Vogel von mir? Ich hab keinen Trill geweckt! Zurück. Ellie, was machst du da?